Speer werfen. Willkommen im Ashford Zugdepot. Bereiten Sie den Zug für seinen Einsatz vor, bevor Sie nach St. Pancras International fahren. Fahren Sie den Zug durch die Zugwaschanlage, bevor Sie auf die Hauptstrecke fahren. Und somit herzlich willkommen wieder hier in Mannis unterwegs auf Schiene. Es heißen, Entschuldigung, nicht so gemeint. Da Spaß beiseite. Ich bin ein bisschen drunter und drüber. Wir sind jetzt hier wieder back on the Schiene. Diesmal endlich von Ashford weg. Hier sieht man auch wunderschön den Hersteller von der Gleis 395, und zwar Hitachi in Spiral the Next. Aus Japan kommt dieser Zug. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich nehme gerade dieses Video, sage ich mal, um 2 Uhr in der Früh auf. Also ganz nachtaktiver bin ich. So, zack, zack. Ja, jetzt drehe ich wieder ab. Schalte auf neutral. Rüsten mal den Zug auf. So, auf Gleichstrom gedrückt halten. So, dann müssen wir die Schleifstromaufnahme hoch, Schleifstromaufnahme runter. Zack. Roll und dann nochmal, dass wir bestätigen, dass wir Saft haben. Dann schalten wir auch vorwärts. Jawohl. Spitzenbeleuchtung machen wir auf Zugschluss und auf Tagfahrt. Sodawasser, das haut hin. Das ist mal ein bisschen zell. Da haut es mir das. Da haut es mir alles aus die Socken. So, ich möchte aber noch davor AWS anschalten. Jawohl, bin anwesend. DSD anmachen. Das Dra lassen wir an. Das Dra. Den Rest ziehe ich nicht, oder sitzen wir ist. Wurscht, das ist alles an. So, dann fahren wir mal los. A 375er. So, wir fahren zuerst mal in die Zugwaschanlage. Ich hoffe, euch geht es allen prima. Halten Sie den Zug unter 3 Meilen pro Stunde, während Sie durch die Zugwaschanlage fahren. Ja, wir müssen ganz sanft und ganz langsam müssen wir durchfahren, dass so friedlich wie eine Zahnbürste durch jede Spalte die ganzen Borsten kommen und den ganzen Dreck vom Zug runterwischen. Wo war ich? Ja, ich hoffe, es geht allen gut. Hoffe, das andere Video, wie wir gefahren sind, kam. Ich hoffe, es ist gut bei euch an. Wenn nicht, macht halt ein Dislike. Muss ja damit leben. Nein. Ich diene nur zur Unterhaltung. Nein. Lass ein bisschen Liebe da für den Ösemann. So, jetzt müssen wir runter, weil hier haben wir schon den Zugwaschanlück. 5 km/h. Das wird jetzt ein sehr langsamer Durchgang. Ja, ich habe es eh gewusst. Und wir sagen, das betrachten wir ein bisschen mal von außen. Das sind wir. So schier wir auch sind. Wie so eine Biene, Alter. So, und jetzt? Wischiwaschi. Boah, diese Zug, diese Waschsounds, hör also ab dem Maul ab. Boah, hört ihr das auch? Boah, da kommt viel Träger, aber da flippt der Träger aus allen Seiten. Hier fahren wir noch mit dem Gleichstrom, weil Stromabnehmer hier kein Platz. Schön waschi-waschi. Und wie ich sehe, ein Fleck. Das gibt Punkteabzug. Das hört sich schon ein bisschen cringe an, wenn ich Gas gebe, ne? Wie so eine Biene, die irgendwo hängen bleibt. Oder um Hilfe schreit. Oder irgend so ein Japaner, der gerade sagt, mein Reis. Aber ne, Spaß beiseite. Ich will den Zug richtig. Ich will den Zug schön. Da haben die Japaner was Gutes gemacht für die Briten. Ja, wie oft willst du es noch anzeigen? Ich weiß noch eh Bescheid, aber es ist mir ein bisschen zu langsam, ne? Da hinten dampft und qualmt aus allen Löchern.
Schön wischiwaschi. Ach, die Borsten auch schon, oder? Ja, du musst gleich mitwaschen. Jetzt muss ich die ganze Zeit alles auf jeden Fall schneller fahren. Was, da fahren auch wieder 5 km oder was? Ah, das ist die nächste Waschanlage. Alul, es geht durch zwei Waschanlagen. War das die Vorspülung, jetzt kommt die Nachspülung oder was? Oder war das hier Soft und das ist extra Soft oder? Weil das sieht man nicht nach, das sieht man nicht nach dem Trocken aus. Auch wieder. Kommen Sie. Wasch. Heute ist Waschtag. Doppelt hält besser, würde ich sagen. Southeastern High Speed. 10 Jahre, Digga. Alles klar. 2009 gibt es die schon. Die haben jetzt 10-jähriges Jubiläum anscheinend. 2000, also nicht jetzt, aber 2019. Also heißt 20 Jahre 2029. Bruder. Die Frage ist, ob dieser Zug dann auch noch dann fahren wird. Oder schon ersetzt worden ist durch den nächsten Hitachi-Zug. Da habe ich gleich wieder Bock noch. Da habe ich gleich wieder Bock auf einen Onigiri, oder? Also ehrlich, ich bin so einer, auch wenn es zum Szenario dazu gehört oder auch in Wirklichkeit so ist, ich krieg da meinen Garen, weil ich das so langsam durchfahren muss. Ich hab das so im Blut, ich bin so ein Schnellfahrer. Also selbst auf meinen Straßen darf ich nicht unterwegs sein. Auf Geschwindigkeitsbegrenzungen halten kann ich zwar, aber erst ab einer gewissen Geschwindigkeit. Alles unter 50 km/h ist für mich langsam. Okay, ich muss da vorne auf dem Nebengleis halten. So, wo ist denn überhaupt der Bahnhof? Da hinten ist er. Ah, jetzt muss ich hier halten, dann hupfe ich hier um und dann tanze ich hier irgendwie rein. Auf den großen Ashford International Bahnhof. Ich habe auch letztens. Soll ich hier ein bisschen schneller fahren? Quatsch, nicht der Zug. Ich habe auch letztens. Nach dem letzten Video habe ich dann auch noch privat bin ich weitergefahren auf der Karte. Und habe dann noch die Meister-Challenge geschafft. Und das sollte ich irgendwo, meine ich habe das schon aktiviert, irgendwo auf der Map soll ein richtig fettes, großes, das ist halt die Meister-Challenge-Belohnung, Containerschiff sein. Und da muss ich auch ein bisschen meine Äuglein aufhalten und gucken, wo das ist, weil wo soll auf der Karte ein fettes Containerschiff sein? Das ist ja die Frage aller Fragen. So, ein bisschen runterbremsen. Ich sag runterbremsen, gib mal Gas. Jetzt dürfen wir dann hier abrüsten und sich nach hinten latschen. So, andocken wollen wir nicht. Aber wir wollen natürlich ein bisschen punktgenau stehen. Und zwar so. Passt. Na komm, bleib stehen. Na holla Trio. Der Zug ist gewaschen, aber sie müssen die Enden wechseln, um den Zug auf die Hauptstrecke zu bringen. Ja, das war mir schon bewusst. Weil hier kommen wir nirgendwo weiter, außer in Busch. Beziehungsweise Prellbock. So, auf neutral, das machen wir. Hoppla. Ja. Jedes Mal vergesse ich das. So, Max Bremse. Zack, ist gestellt. Zugschluss machen. Ja. Zugschluss, da machen wir dazu die Hitten. Bum, Sodawasser. Richtungswende machen wir aus. Zack, Generalschlüssel ziehen wir. Zack, jawohl. So. Sesam öffnen. Ah, heb deinen Arsch. So, jetzt schon ziehen wir ein bisschen mal durch den Zug.
Auch ein chilliger Zug. Die Toilette kennt jeder. Das Scheißhaus. Tür auf. Dankeschön. Das kann ein bisschen dauern, bis wir auf der anderen Seite sind. Dam, 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 dam. Dum, 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 dum. Ja, das ist ein langer Zug. Und das Krasse ist, es gibt sogar Zugkurse, da fahrt er sogar in Doppeltraktion. Und da dann den Führerstand wechseln, da habe ich derre. So, das haben wir schon wieder. Ich mache noch schnell das Ganze hier an. Normal. Normal, das lassen wir an. Da tust gerade eine 375er vorbei, der Arsch. So, passt. Pflanzen wir sie. Und dann entgegen. Ein, auf neutral, zack. So, Gleichstrom natürlich wieder drucken. Zug hat keinen Saft. Jawohl. Zack, zack. Dann machen wir auf Tagfahrt. So, dann machen wir auf. Das ist rückwärts. So, da muss ich selbst nicht die Weichen stellen, das war eh klar. Ich glaube den Dreck. Ich mag das nicht, wenn das so ist. Ich habe mir das ein bisschen gebrochen und ich habe das gern so. Na, ein bisschen noch. Ja, so circa. So passt. Na, ein Stück runter. Ich bin ein bisschen sehr präzise. Also. Muss die Weichen stellen. Okay. Ups. So, machen wir die 2D-Anzeige. Und zwar, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. So, schauen wir mal, das stimmt. Das stimmt A. Die Weiche stimmt nicht. Du kannst da. Hoppla, die stimmt schon. Die Weiche muss gestellt werden. Zack. Jawohl, jetzt kommen wir aufs Hauptgleis. Passt. Das sollte geschafft sein. Aber ich kontrolliere mal lieber bis zum Schluss nach. Weil nicht, dass ich irgendwo eine Weiche habe, die mich irgendwo hinschickt. Zum Beispiel hier. Da sieht man's. Da muss ich hin. Immer schön den blauen Pfeil folgen. Achso, du bist wie die. Das muss ich so lassen. Die Weiche geht so. Die geht geradeaus. Das stimmt. Die fetzt mich dahin. Zack. Summ, 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 summ. Und somit sollten wir eigentlich bis aufs Haupt, bis zum Bahnhof kommen, jawohl. Ja, fahren wir dann los. Abfahrt. Licht an. Passt fetzt. Ashford International, jawohl. Wahrscheinlich werden wir im Bahnhof dann auch wieder den Strom wechseln, weil das Internet ist Oberleitung. Vermute ich jetzt da. Außer wir fahren die ganze Zeit in Gleichstrom hier weiter. So, quaschen ist der Zug jetzt da von vorn bis hinten und das doppelt. Sie mögen es wohl sehr sauber und sehr hygienisch. Der Zug ist positiv rein. Mit Feberwolle gewaschen. Gewischi wascht. Ich bin ja zum ersten Mal hier unten in Ashford. Noch gar nicht sie gesehen. So ein bisschen von außen erkunden. Auch wenn wir noch so langsam fahren müssen. Aber wir sind ja in diesem Spiel so brav und halten uns dran. Also man kann ja schon sagen, dass Ashford International so gesehen halt der große Betriebsbahnhof jetzt ist für die Gleis 395. Weil man sieht ja, wie viele da stehen. Ich meine auch zwar 375er, aber hauptsächlich 395er und da hinten ist auch noch das Hauptbetriebswerk. So, ich konnte noch mal schnell alles nach hier. Theoretisch passt das hier alles. Da hinten sehe ich eine 465, die erkenne ich sofort, die alte. Schon ziemlich groß hier. Aber mir gefällt sowas.
Ja, bin da. So, dann rufen wir wieder zurück. So, wird dann mit einem 40er weiter dosen. 48. Das schaut schon besser aus. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Ich muss um 6.13 Uhr muss ich am Bahnhof sein. Ist aber auch und das schafft man nicht, weil, Alter, ich muss da mit 5 km/h doppelt durch die scheiß Waschanlage fahren. Wie so eine Schnecke eigentlich. Und dann soll ich pünktlich noch am Bahnhof sein, dann könnt ihr mir am Arsch lecken, Alter. Wenn jemand beschwert, ja, schönen Gruß, kriegst du einen Watsch hinten drauf. So, geben wir ein bisschen mal Gas hier. Jawohl, ich bin ja im richtigen Gleis. So, und jetzt nähern wir uns Ashford International. Da haben wir ihn ja schon. Habe auch schon bei Screenshots gesehen und auch ein bisschen in Real Life reingeschnuppert. Und hier fahren auch TGWs weg. Man glaubt's nicht. Aber hier sind auch TGWs mal rumgefahren. Beziehungsweise in dem Game kann man auch TGWs auf der Strecke fahren, aber leider nur so als Testzug. Zu Testzwecken und dergleichen. Hab bis jetzt noch keinen einzigen gesehen, aber mal gucken. Ja, ihr werdet sicher wechseln, da ist schon die Oberleitung. Weil mit dem Gleichstrom werde ich jetzt nicht so schnell auf die Höchstgeschwindigkeit kommen. Gleichstrom ist hier auch nochmal da hinten auch die 375, 465, 377 habe ich auch gesehen von East Coast Way, die fährt auch hier rum. So, da halten wir die hinten an. Jawohl, öffne die Türen, lass mal die Fahrgäste ansteigen. So, habe ich ja nicht das alles angeschalten. Klimaanlage brauchen wir nicht. So, Führerscheinbeleuchtung brauchen wir auch nicht. Sollten eigentlich hier an sein, die Beleuchtung im Innenraum. Ja, ist hier anfetzt. So. Das ist also hier Ashford International. Da haben wir eine 375er. Die steht eigentlich hier ganz sehr. Pause, sage ich mal, oder wartet auf die Abfahrt. Da rasen auch Züge vorbei. Durch Ashford. Keine Ahnung wohin. Irgendwo ins Nimmerland. Das finde ich auch cool. Von draußen die Uhrzeit sieht. This is a service for St. Pancras International. Calling at Epps Fleet International and St. Pancras International. Also ich halte gar nicht in... Was? Epsilon halte ich aber nicht den Ding. Jetzt habe ich die Station vergessen, wie sie heißt. Kollager! Ich fahre sich mit Gleichstrom weiter, oder? Denk's mal. Sie müssen das Stromsystem zur Oberleitung schon wechseln, um fortzufahren. Denk's mal, Alter. So, dann machen wir CTL an. Wenn das mal weitergeht. Ich muss mich ein bisschen ein Szenario halten. Sonst nimmt das nicht an. Na komm. Auf neutral wieder, okay. So, danke. Zack. 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 Vorwärts. So, Strom abnehmen bis oben. Und zwar da ganz hinten. So. Abfahrt. Jetzt wird mehr Power. Ah. Danke. Jetzt.
51 Kilometer bis nach Ebbsfleet. Na, da haben wir jetzt ein Stückchen vor uns. So, alles hier richtig angestellt. Ja, ab hier sollte alles richtig sein. Dann du's mal. Auf den neuen Streckenabschnitt, den ich noch nicht erkundet habe. Beziehungsweise einer der längsten neuen Streckenabschnitte in dem Game. Beziehungsweise nicht in dem Game, sondern auf der Map. Ihr wisst ja, was ich meine. Wenn ich Scheiße labere, hört mir einfach nicht zu. Die Zahl sehe ich gerne, wenn da steht 100. Oh, 270, das taugt mir noch mehr. Mich wundert sehr, das Ding da ist nicht an. Das TVM ist nicht an. Ist diesem automatisch schon, aber okay. Ich meine, ich brauche es jetzt nicht. Oh, ein Tunnel. Ab geht's in den Tunnel. Glück auf. Ah, jetzt dann. Komm, von meinem Tunnel an, geht's an. Zoom. Aber dann mache ich das Eselich noch an. So, sonst sicher nichts. Oh, hoppla. Ich Geschwindigkeitsjunkie, muss gleich übertreiben. Aber gleich dürfen wir eh sehr schnell fahren. Das war ein kurzer Tunnel. Egal, ich lasse dich trotzdem brennen. Vielleicht kommt er noch ein Zug, vielleicht kommt er noch ein Tunnel. Oh, 2,3% Steigung. So, ihr wisst, was das heißt. Da steht zwar 225, aber es ist mir wurscht. Ich gebe jetzt Vollgas. Alles aus dem Zug rausholen. Was haben die Japaner da reingebaut? Das wollen wir jetzt testen. Ich wusste, dass das Containerschiff ist. Hier ist nichts. Auch kein Wein und bald kein Wasser. Ja, dieser Sound, wenn der Zug beschleunigt, das ist herrlich. Jetzt geht's bergab, jetzt beschleunigt er noch schneller. Schaut auf die Nadel. Die zischt jetzt auch, die zischt jetzt. Sniper, da hat man so schief. Geht schon noch mehr. Ja, viele Höhen und Tiefen. Einmal geht's auf, einmal geht's runter. In 3,9 Kilometer ist sogar 300 erlaubt. Daran merkt man, dass hier TGWs Testfahrten sind, beziehungsweise auch mal gefahren sind. Weil der TGW ist ein Zug, der schafft die 300 locker. Ich meine, der sicher auch. Aber TGW, das ist mit dem nichts. Muss man eh wieder mal die TGW-Strecke fahren. Lange nicht mehr gefahren mit dem Zug. Würde mich auch mal freuen, wenn da auch mal vielleicht eine andere Strecke kommt. Nicht nur von, boah, jetzt habe ich die Station vergessen, von Marseille nach Evington. Ah, ich weiß es noch. So, 200 ist Lücke geknackt. Da geht aber noch mehr. Haben noch ein Weilchen vor uns.
geht's wieder bergab. Wie hoch ist die Steigerung? 1,1%, geht noch mehr. Jetzt ist 300. Also komm, hier ist 300 erlaubt. Ich darf nur 225er fahren. Ist doch eine Verarsche, oder? Ich meine, 225 sind zwar auch schnell, aber wenn man sich bedenkt, man darf hier 300 fahren offiziell, dann ist ja schon ein bisschen mager. Aber okay, man kann nicht alles haben. Wenn sie es vorschreiben und der Zug es mir auch vorgibt, so schnell nur zu fahren, okay, dann fahren wir nur so schnell. Ich muss wirklich Ausschau halten oder auch bei anderen Karten, aber beziehungsweise bei anderen Strecken, die ich dann auch nebenbei fahre, muss ich echt Ausschau halten, wo dieses blöde Schiff steht. Weil wenn man schon die Meister-Challenge schon geschafft hat, will man natürlich die Belohnung auf der Karte sehen. Aber hier ist weiter und breit kein Wasser. Ein fettes Containerschiff kann ein Wasser irgendwo rumplanschen, aber ich weiß nicht, wo hier Wasser ist. Ein Tunnel. Ja, ein kurzer. Da ziehst du mal ein bisschen durch. Ich meine, hoffe jetzt habe ich schneller von als das. Aber ich will mich schon dran halten. Also gehe ich ein bisschen runter wieder. Auf rechts sagt 225. Ein bisschen rasen. Aber bis jetzt gefällt mir der Abschnitt echt ziemlich gut. Kann man viel mehr rumdüsen als jetzt den Abschnitt von Ebbsfleet nach Stratford. Und St. Pancras Stratford, so heißt die Station. Da kommt, denke ich, nicht dran, falls mal an. Wie es aussieht, halten wir nicht. Nein, wir fahren durch Stratford. Durch Stratford fahren wir halten nicht. Letztens auch gesehen ist auf Instagram von Rivet Games schon die ersten, sagen wir mal, Einblicke. Oh, Kollege, moin moin, Einschnitte. Ich sag schon wieder Einschnitte, Alter, halt die Fresse, du scheiß Fettsacker da. Einblicke gesehen von den nächsten Karten, die kommen werden. Da ist auch der Ancura oder Ancula Express von Amerika mit der Amtrak. Dann haben wir die Niedertalbahn, eine deutsche Strecke von Bad Vilbel nach Lüngenheim. Ich habe den Namen nicht gemerkt. Auch interessant und halt auch wieder von Steam, also so eine alte Lokomotive. Nur, ich frage mich endlich, wann die alten bestätigten Sachen, die kommen, mal endlich mal in das Spiel kommen. Die haben ja Transival 2 so viel bestätigt, was kommt. Dann ziehen sie es immer und immer wieder nach hinten und hauen davor andere neue Karten raus. Auch nicht verkehrt, aber andererseits finde ich so, sollten die zuerst das vorige angekündigte rausbringen, weil auf was warten wir ja. Zum Beispiel ganz groß warte ich natürlich auf der Hauptstrecke München-Augsburg, die ich auch natürlich wieder fahren werde. Warte ich natürlich, dass da die Baureihe 420 rauskommt, ein alter S-Bahn-Zug. Alter, so lange wurde der Zug wurde schon ewig angekündigt. Er kam bis jetzt nicht raus. Und jetzt habe ich auch gesehen bei der letzten Livestream, was sie gemacht haben und da die Gesprächsthema waren, haben sie ihn auch wieder nach hinten verlegt.
weil sie wieder davor solche Karten rausbringen und sonst was. Man ist ja nicht verkehrt, aber man wünscht sich so die alten Sachen zuerst, dass sie rauskommen. Oh, jetzt geht's hier ganz runter. Jetzt muss ich bis auf die Bremse treten, weil sonst wieder ein bisschen zu schnell. Ja. Bei 2,5%, wenn es da runter geht, da rast der Zug, aber da muss ich mal auf die Bremse drücken. Oder auf der Bremse mal kurz bleiben. Wenn sich jemand fragt, nein, Kassel-Würzburg habe ich jetzt noch nicht, da ich mir ein anderes Starterpack geholt habe, und zwar das mit Birmingham, weil es ja, ich sag's ehrlich, weil es gerade in Aktion war, habe ich mir einfach das gegönnt, gleich mit dem allerersten DLC, was für Trains of Wild 3 rauskam. Aber keine Sorge, Kassel-Würzburg, die deutsche Strecke werde ich natürlich auch noch zulegen, auch noch fahren, weil da gibt es auch einen anderen IC. Oh, das ist ein krasser Tunnel. Werde ich natürlich auch noch fahren. Und Trains of Wild 3 wird es natürlich genug von mir geben. Und noch andere Games natürlich. Aber Hauptfaktor ist bei mir halt hier so Trains of Wild 3. Ein Game, was auch noch für dieses Jahr angekündigt worden ist, da könnt ihr auch schon gespannt drauf sein, Herzog, gibt es zwar schon am PC, aber jetzt bringen sie endlich auf die Konsole raus, und zwar ist das Tram Sim in Wien, beziehungsweise vielleicht auch München, und auf das bin ich auch schon gespannt, wie es endlich auf der Konsole ist, mit der Straßenbahn rumzudüsen. Da werde ich auch mit teil, da werde ich auch teilhaben lassen, weil das spielt auch für mich anders, weil das ist auch so eine Sache, die mich sehr, sehr interessiert. Verkehrsmittel natürlich. Ha, auf das Spiel freue ich mich schon. Sollte eh Frühjahr 23 rauskommen, wann genau, keine Ahnung. Aber Frühjahr ist für mich so März, April. Ab da ist dann Ende Gelände. Das ist für mich dann alles, was nach April ist, ist für mich nicht mehr Frühjahr. Weil dann geht schon in die Mitte. Bis spätestens Anfang Mai, okay. Also ich muss ehrlich sagen, die Landschaft gefällt mir echt sehr gut. Da haben sie echt gute Arbeit geleistet. Erste Sahne. Nur bis jetzt noch kein Containerschiff gesehen. Außer es ist vom Vorbeifahren irgendwo oder irgendwo anders. Aber wo ist hier schon bitte? Ah, hier ist Wasser, hier ist Wasser, hier ist Wasser, hier ist Wasser. Containerschiff? Bald und bald gar nicht. Lol. Obwohl ich die meisten Dinge aktiviert habe. Oder man sieht es bei dem Szenario nicht, oder es ist doch woanders. Morgen Kreisverkehr. Oh, ich kann wieder Gas geben, jetzt geht ein bisschen bergauf. Mann. Hab endlich Wasser hinten, dann sieht man es nicht. Jum. Kuckuck. So, bald erreichen wir auch Appspeed und den ersten Halt. Kann man ein bisschen spät sein, das ist mir sowas wurscht. Wenn es deppert sein, lass es gar nicht einsteigen. Dann mache ich die Tür kurz auf, wieder zu und fertig ist. Und ich hoffe, dass da hoffe ich dann wirklich, wenn er deppert ist, dann quetsche ich mit dem Finger. Tam 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 tam. Leichte Müdigkeit kickt. Naja, um wie viel Uhr haben wir es jetzt da? Wo sind wir? Wir haben 2:45. Das seht ihr, ich bin eher so eine mehr Nachtaktive. 2:45 fahre ich einfach mal Zug. Man kennt ihn.
So, jetzt pfeift der Zug schon, dass ich dann runter muss. Gebe ich weg mit dem Gas. Auf 200 runter, alles klar. Alles in Ackerland. Denn wir nähern schon schön langsam Ebbsfleet. Ich muss mehr in die Eisen gehen. Bei 2,7, 2,4 Dinger. Vergiss es, dass der Zug irgendwie langsam wird. Mach ich Maxbremse an. So, passt. Auf 130 runter, das machen wir. Jetzt fällt es mir uns den Tunnel rein. Also Tunnel unter Führung eher. So. Da vorne sehen wir es schon irgendwie. Da vorne ist schon Ebbsfleet. Und zwar diesmal unten, nicht mehr oben. Diesmal sind wir unten. Da habe ich auch nicht Sachen eingesammelt, wie ich sehe, aber ich war da unten noch nie, bei dieser Station, ich war da echt noch nie. Ein bisschen mehr runterbremsen. So, und hier müssen wir stehen bleiben. Hier auf. So, ich mach da schnell ein paar Sachen, so die auf. Und zwar sehen wir hier einmal Zeitungen, Schnaps, dann sehe ich hier ein Schild, das dürfen nur Lokführer nicht nachmachen. So, sonst sehe ich hier gar nichts. Nicht nachmachen. Da haben wir einen Fahrplan, jawohl. Geht sich das noch aus, dass wir hinten die Zeitung mitnehmen? Soll jetzt eigentlich schon ausgehen. Wollen wir warten das? Oi, was ist da hinten? Da haben wir wieder. Da war das, zack, jawohl. Auf der anderen Seite haben wir auch nichts gesehen. Oh, ist mir egal, ich mag das gern. Bei so langen Sitzen erstmal die Beine vertreiben. Das sollte jeder Lokführer machen, so wenn man lange stehen muss, einfach aufsteigen, ein bisschen rumlatschen. So, steigen wir rein, geht zu, zack, hinpflanzen. So, die Zug. Jawohl. Und weiterfahrt. Oh, da war auch eins. Ja, das habe ich gesehen, versteckt. Egal, wir kommen sicher nochmal hier. Und normalerweise die andere Station war hier. Hier oben. Wenn wir Richtung Gravesend fahren.
Und diesmal kommen wir von hier unten. Wie gesagt, durch Stratford rasen wir durch und fahren jetzt an unseren Endhalt nach St. Pancras. Jetzt geht's durch den langen Tunnelabschnitt. Und rein in den Tunnel. Und Vollgas. Also auf der Map, soweit ich jetzt weiß. Ich weiß zwar, dass auf der Karte Kassel-Würzburg auch viele Tunnel gibt, aber ich glaube, den längsten Tunnel in einen Hochgeschwindigkeitszug fahrt man echt auf der Map. Bis jetzt noch keinen längeren Tunnelabschnitt gesehen, außer hier. Weil du rast zuerst durch den Tunnel, zig Kilometer, dann bist du kurz in Stratford an der frischen Luft, sag ich mal. Danach fährst du wieder weiter. Und du bist kaum ist man aus der Station raus, bist du gleich wieder im Tunnel. Bis St. Pancras. Na okay, hier bist du auch jetzt kurz draußen. Aber auch nicht gerade so lange. Und da vorne bist du wieder drin. Da kann ich hier mal ausschalten, ob da irgendwo so ein Schiff ist. Da hinten ist es, da hinten ist es. Da hinten. Habt ihr es gesehen? Steht sogar TSW drauf. Da ist es. Jetzt weiß ich, wo das Schiff ist. Da hinten ist der. Alter, wirklich da ganz hinten. Alter, ganz hinten, Alter. Herrlich. Die Meisterbelohnung. Ich sag's euch, da musst du echt die Augen offen haben. Da hinten war die Meisterbelohnung. Ganz kurz, das Schiff heißt sogar TSW. Ha, gesehen. Jetzt bin ich happy. Jetzt weiß ich, wo ich die Belohnung mal sehen kann. Nice. Da hinten stand das Schiff. Die Meisterbelohnung für diese Karte. Wir müssen auch nicht mehr so viele Kilometer fahren, bis ich dann die Platin-Trophäe für das Game habe. Kriegt man eigentlich hier easy, also insgesamt umgerechnet musste 800 Kilometer insgesamt fahren und das ist wirklich gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Also im Vergleich zu Transient World 2, wo du umgerechnet 16.000 Kilometer fahren musstest, um Platin zu erreichen, ist das wirklich gar nichts. Das ist ein Zucker, das ist ein Zuckerl. Mehr ist es nicht. Fast paar Mal die Strecke nach Ashford runter, nach St. Pancras oder fast TGW oder fast generell, so wie ich, verschiedenste Züge und Maps, fast einfach und man ploppt das eh von alleine. Oder man macht es einfach so wie andere, man geht ins Trainingszentrum, fahrt dort im Kreis, im freien Modus, tut den Controller ein bisschen mit dem Gummiband einspannen, damit der Zug weiter Gas gibt. Und dann kann man zuschauen, wie der Zug die ganze Zeit in den Kreis fährt, auf Vollgas. Entgleisen tut er nicht, wenn man das so einstellt. Und dann ploppt irgendwann die Trophäe auf und auch die Platin. Ist aber mir zu blöd, da fahre ich lieber so. Hier sieht man auch, dass sie die Map bearbeitet haben, weil beim zweiten Teil waren hier links und rechts nicht solche Zäune, sondern waren richtig so Betonwände, so Schallwände,
Wir haben sie wohl entfernt. So, jetzt geht's wieder in den Tunnel rein. Da schießt man durch den Tunnel. Wie so ein Kanalarbeiter. Also ohne Witz, ich muss euch mal ehrlich sagen, dass derzeit so viele Leute gehypt sind auf das Hogwarts Legacy. Es gibt schon Leute, die spielen es schon. Auch ein paar Kollegen von mir zocken es jetzt dabei schon. Als Vorbestellerbonus. Und ehrlich gesagt, ich bin so Harry Potter Fan, aber ich kann mich jetzt nicht so krass mit dem Spiel anfreunden. Das ist, wenn man so wie ich die Bücher gelesen hat, sämtliche Bücher, dann die Filme geguckt hat, obwohl es ein großer Fehler von mir war, die Filme zu schauen, auch wenn sie gewisse Teile haben mir gefallen, und dann sieht man das Spiel dazu, da greifst du aufs Hirn. Da ist das Spiel, ehrlich gesagt, auch wenn es cool ausschaut und mal das Feeling zu haben, so wie Harry Potter mäßig, weil es gibt ja das letzte Harry Potter Spiel, das kam irgendwann PS2 Zeiten raus oder auf Nintendo DS, der alte. Man ist ja schon eine krasse Entwicklung, was die gemacht haben, und schaut doch alles cool aus, das Open World Game und bla bla bla. Aber wenn ich mir gewisse Zaubersprüche anschaue, wie die ausgeführt werden oder geschichtlich generell, was ist das? Was ist das? Also jeder ist gehypt auf den Zauberspruch Avada Kedavra. Okay, es ist zwar ein sehr böser Zauber, ein tödlicher Zauber, ein Fluchzauber und sofortiger Instakill, aber nein, mir fehlen die Worte ein bisschen. Ich meine, vielleicht sage ich das dabei so oder habe das Statement dabei so, weil ich das glaube ich gezockt habe und auch selber keinen Einblick gemacht habe. Muss ich noch machen. Wie gesagt, ich hab genug Spiele auf dem Schirm, aber ich tue erst jedes Spiel nach und nach abarbeiten, sage ich mal. Nicht gleich mir alle Spiele holen und dann liegen die alle da wie so ein Haufen und ich denke mir so, ja, wo soll ich jetzt anfangen? So, jetzt rasen wir hier durch Stratford. Stratford International, da dusen wir durch. Und weiter im nächsten Tunnel. Wie gesagt, ich habe noch genug andere Games jetzt da, die ich jetzt noch runtergeladen habe, noch offen habe. Die will ich erstmal fertig spielen, bevor ich wirklich andere Games wirklich dauerhaft kaufe. Und ich habe früher diesen Fehler gemacht, dass ich mir kaum ins Spiel rausgekommen, habe ich sofort Insta gekauft und habe nicht mal das andere Spiel fertig. Und das ging Jahre, ging das so. Also das hat schon bei der PS3 begonnen, dass ich mir sofort immer die Spiele gekauft habe. Und dann kam ich nicht dazu, diese spielen, oder habe das angefangen, dann hier eine Baustelle angefangen, dann hier eine Baustelle angefangen, und dann wirst du einfach deppert, weil du denkst, oh, ich muss da weitermachen und hier und da, und du kommst zu nichts. Da habe ich mir das angewöhnt, ich mache alles nach und nach, und irgendwann hole ich mir auch die Spiele, mal wurscht, ob die Leute es vor mir haben und keine Ahnung, schon fertig sind damit, so plunzen, irgendwann habe ich es auch. Und der Vorteil daran ist, wenn man sich die Spiele irgendwann später holt, kriegt man es auch günstiger. Ich meine, derzeit, okay, es ist zwar Game zu Game unterschiedlich, aber derzeit die PS5 Games, auch heute gesehen, zum Beispiel Dead Space, verlangt ihr ernsthaft 80 bis 85 Euro bei mir. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich Dead Space von der PS3 Zeit übertrieben nice finde, warte ich lieber ab, bis ich es günstiger krieg. Ein paar Euros. Weil ich habe jetzt auch genug andere Games noch offen, die ich noch
F davor noch fertig machen will, weil bevor die so Ewigkeit noch bei der Konsole drauf sind und irgendwann verscharren, nee, da will ich sie zuerst mal noch spielen, fertig spielen, eventuell auch auf Platin drücken und dann, wenn ich dann nichts mehr habe, sage ich mal, ich habe immer Spiele, aber ich sag mal so aktuelles, so neues, sonst was, dann sage ich mal, ja, okay, dann nehme ich mein nächstes Spiel. Neues Kapitel, neue Baustelle, Abfahrt. Und da sind einige Spiele noch im Schirm, die auf mich zukommen werden. So, und wir erreichen bald unsere Endstation St. Pancras International. Dann sind wir fertig mit der ganzen Tunnelfahrt, weil ich kriege schon Kopfschmerzen. Auf welches Games seid ihr so dieses Jahr gehypt? Das würde mich auch mal interessieren. Also, bei mir ist es ganz klar, ist schon rausgekommen, das spielt Dead Space. Das wird natürlich auch noch demnächst folgen. Wo schickt denn der mich hin? Aha, noch ein neuer Abschnitt, den ich fahre, weil normalerweise müsste ich immer da ganz nach links fahren. Ah ne, wir fahren anders. Wir fahren so, wie wir eigentlich immer retour fahren. So fahren wir jetzt hier rein. Ja, wo war ich? Natürlich Dead Space ist schon rausgekommen. Dann natürlich, wie gesagt, das Hogwarts Legacy war auch Hype bei mir, aber jetzt hat ich schon abgeschweift. Und ein Spiel, was auch für mich sehr oberhyped ist, sage ich mal. Kann es kaum abwarten, dass da weitergeht, ist natürlich Marvel Spider-Man 2. Nur das kommt erst Ende dieses Jahres raus. Dann Marvel's Wolverine, das haben sie auf 2025 verschoben. Das ist noch mehr Bauchschmerz, noch mehr traurig. Aber so gesagt, gehypt auf irgendwelche anderen Games, nein. Ganz groß halt Marvel, Spider-Man. Dead Space ist schon draußen. Ah, da war schon der Kollege, dass er weiterfahren kann. Ich war leider auf dein Gleis, Kollege. Sag's nicht mir, sag's den Fahrdienstleiter, der hat mir so geschickt. Aber jetzt gute Fahrt. So, Daus Hammer in St. Pancras. Haben wir diese Fahrt auch bestanden und fast geschafft, denn ich musste erstmal stehen bleiben. Bis auf die Bremse schon mal. So, dann haben wir das Szenario dann auch geschafft. Müssen glaube ich noch den Zug dann abrüsten und dann Ende Gelände. Ich hoffe, das Szenario und das Video mit mir hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich ertrage euch nicht so schlimm mit mir. So, die auf. Wenn es euch taugt hat, lasst einen Daumen nach oben liegen, ich werde es aufheben und mir an die Backe knallen und dabei grinsen. Und eventuell könnt ihr noch ein Abo dalassen, wenn ihr mich weiter noch ertragen wollt. Wie ich leide. Naja, Spaß. So, was muss man machen? Dann schüllen wir das System ein bisschen aus. Auf neutral schalten, okay. Max Bremse. Dann wird's so, da wird's teilweise nur so reinschallen, Alter. Spitzsignal auf aus. Aus, das machen wir zu. Bam, 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 bam. So, Spitzsignal auf aus. Habe ich schon ausgeschalten. Richtungswende auf aus, zack, zack, Generalschlüssel ziehen, den AUX-Knopf, wo ist denn der? Ist er schon wieder.
Hä, wo soll der Knopf sein? Für 10 Sekunden gedrückt halten, wo ist der Knopf? Hä, bin ich jetzt ganz blöd? Boah, Burschen, wo ist denn dieser AUX-Knopf? Das ist eine geile Frage. Zug ausschalten, wo ist dieser AUX? Hä? Also der Knopf ist mir jetzt ehrlich gesagt neu. Ich drücke mal den Knopf, aber ich glaube, das ist er nicht. Digga, das ist mir jetzt neu. Wo ist dieser Knopf? Ah, ich bin auch blind. Da ist er. Geil. Für 10 Sekunden gedrückt. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ah ja, erstmal suchen wie so ein Verrückter, obwohl er einfach hier steht. Ich bin echt eine blinde Sau. So, genau, Schluss auf aus. Ziel erfüllt. Danke für Ihre Hilfe heute. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, jetzt haben wir den Zugkumpel abgeschalten. Der hat jetzt keinen Soft mehr. So, dann war das mit der Fahrt. Von Ashford International nach St. Pancras. So, hier ist die Auswertung. Gold, bisschen Level Up und so. Jo, dann würde ich sagen, um diese Uhrzeit, um 3.05 Uhr, sage ich mal, wünsche ich euch noch mal eine gute Nacht. Ich werde mit Eichhörnern und schlafen gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Fettsack, euer Öseman, der Money, Daumen hoch. Abo da lassen, schlafen gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Manni. Ciao, ciao.